Hallo Radfreunde, so wie ihr seht, bin ich heute mal ohne Fahrrad unterwegs, oder was heißt ich, wir, weil ich habe meine alte Seilschaft dabei. Wer gut aufpasst hat bei meinen Videos, der weiß, dass hier drei Alpenüberquerer unterwegs sind, nämlich der Wolfgang und der Joschi. Ja, vor 5 Jahren war das Thema, da sind wir über die Alpen, heute machen wir eine kleine Wanderung um Fruttenhof rum. Es wird aber nicht bloß eine kleine Wanderung, sondern das wird eine kulinarische Wanderung. Und warum? Naja, das werdet ihr jetzt noch im Laufe der Wanderung erfahren. Dann gehen wir mal los, ja? Ja, seit langem bin ich wieder mal mit dem Rainer zusammen und seinem Filius. Endlich hat es geklappt, mal die Zeit zu haben. Natürlich bei dem schönen Wetter macht das besonders viel Spaß. Und natürlich in der Landschaft hier, wenn man da so guckt, das hat ja schon ein bisschen was von Indian Summer hier hinten so. Also nicht Matthias Summer, sondern Indian Summer. Und naja, mal sehen, was der Rainer sich noch ausgedacht hat, was wir heute hier zu essen kriegen. Das Bier weiß ich ja, aber den Rest lassen wir uns überraschen. Ja, hier im Wald macht das schon Spaß jetzt. Nicht wie in dem vorangegangenen Sommer, wo ja nur vom Stehen der Schweiß gelaufen ist. Jetzt, das ist einfach klasse hier, das so zu sehen, wie die Sonne so durch den Wald geht. Und, ja, und wir natürlich mit. Ja, und freuen tun wir uns jetzt natürlich auf die erste Rast. Ich weiß zwar nicht, wann das sein wird, aber ich habe schon mal ein bisschen Durst. Hier haben wir jetzt schon mal unseren Survival Shelter gebaut für heute Nacht. Wolfgang, tust reinpassen. Oh Gott, kriegen wir dich da wieder raus? Ja, vorwärts geh! Also das mit dem Shelter war ein Witz, sowas bringen wir nicht. Aber da ist wirklich sowas, ich weiß nicht, hat da jemand Holz hingestellt zum Trocknen oder tatsächlich Kinder. Sich jemand einen Shelter gebaut? Ja. Falls wir jetzt wirklich zu viel Bier unterwegs hätten und kommen auf dem Weg zurück und schaffen es nicht mehr heim, dann sind wir bestimmt froh, wenn wir den hier haben. Es hat genug Laub am Boden, können wir schön weich machen. Na gut, aber mit dem Wolfgang in einem Shelter. Hey, hey, hey. Komm, wir laufen weiter. Lassen wir das Shelter sein. Ja, die Sonne blendet mich, das sind wir gar nicht mehr gewöhnt, so viel Sonnenschein, aber es ist toll. Wir sind jetzt oben bei Musbach am Sportplatz, laufen jetzt runter durch Obermusbach durch, da geht es wieder links hoch und da ist auch ein kleiner Grillplatz und dann werden wir die erste Rast machen, die erste kulinarische Rast. Ja, gehen wir los, ja. Vorne links bei der Baumgruppe, da ist dann unser erster Rastplatz. Oberhalb von Musbach, schön in der Sonne. Der erste Rastplatz im Albersbacher Rucksack war Becks drin. Haben wir Sabine zu verdanken. Das hat sie aber nur gekauft, weil da steht 13,5%. Das ist aber nicht Alkoholgehalt, sondern 13,5% mehr Bier ist drin.
Also wir machen schon auf. Wolfgang ist schon sehr nervös. Von Yoshi ist die Hauptsache, der hat jetzt seine erste Marscherleichterung gekriegt. Also das machen wir erstmal zum Wohl hier. Ja, jetzt kommt er wieder. Also zum Wohl. Das ist wie bei der Formel 1, er wird gespritzt. Was zu einer kulinarischen Wanderung ja noch dazu gehört, ist was zum Essen. Wir haben dabei Schinkenröllchen, die sind gefüllt mit Frischkäse, wird hier in Musbach gemacht. Da gibt es so Schinkenräucherei und die machen die Teile. Sind sehr gut. Ich mache da jetzt keine Werbung dafür, ich krieg nichts für. Ich krieg da wirklich nichts für. Dann haben wir Oliven, gibt es beim Aldi, sind aber trotzdem gut. Die machen wir auch gleich auf, die passen gut dazu. Zwiebelschmalz vom Handelshof und dann das Wichtigste, das hier. Das ist ein Holzofenbrot und zwar ganz frisch, das ist noch warm. Ein Frutenhofener. Ein Frutenhofener. Das haben wir nämlich nicht einfach bloß gekauft, sondern ich war heute Morgen schon aktiv und habe das Teil hier gebacken. Und wenn ihr sehen wollt, wie man so ein Holzofenbrot backt, dann schaut es euch doch jetzt an. Wir essen in der Zwischenzeit. Wir tun so lange jetzt genau. Hier das genießen. Das müsst ihr nicht sehen. Ja, Sie. Danke. Ich bin das Wölfchen. Das Wölfchen. Ist gut? Und so fluffig. So fluffig. Ich hoffe, ich habe auch Salz drin. Noch schön warm. Trinke ich auch gut. Also zum Wohl. Für ein gutes Holzofenbrot braucht man eigentlich nicht allzu viel. Aber was man natürlich braucht, ist ein Holzbackofen. Und dann braucht man Mehl, Salz, Hefe und natürlich Wasser. Und das ist eigentlich schon alles, was man braucht. Dann natürlich noch ein bisschen Holz zum den Ofen anheizen. Und wie wir das machen, das werde ich euch jetzt zeigen. Den Backofen hier, den habe ich mir vor ein paar Jahren selber gebaut. Habe die Steine hier extra aus dem Elsass geholt, Frankreich. Da gibt es noch so eine Firma, die machen so Steine, dass man so Gewölbe mauern kann. Das heißt, die sind nicht genau gleich, sondern die sind auf einer Seite 4 cm und auf der anderen bloß 3 und verschiedene halt. Und dann kann man so ein schönes Gewölbe da mauern. Können wir nachher auch mal reingucken. Also das Ding ist 90 auf 90 cm groß. Da bringe ich locker 16 Brote so mit knapp einem Kilo rein. Ja, das Thermometer, das kann man rausziehen. Zum Anheizen muss man das rausmachen, weil sonst geht es kaputt. Beim Anheizen wird er viel zu warm. Erst nachher, wenn man die Glut rausgetan hat, dann tut man das Thermometer rein. Und dann sieht man, wie viel Grad im Backraum sind. Ja, ich habe gestern schon mal Holz hergerichtet. Ein bisschen Kleinholz. Zum den Ofen anzünden. Und dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen das aufbauen. Und dann können wir ein Feuer machen. Mein Feuer brennt. Ich kann jetzt erstmal eine Tasse Kaffee trinken. Das Feuer, das muss jetzt, also 3 Stunden, täte ich mal sagen, so bei der Außentemperatur jetzt. 3 Stunden werden wir das brennen lassen. Das wird immer größer. Wir werden gucken, dass der ganze Brennraum nachher Feuer ist. Das müssen wir halt erstmal so und dann werden wir es immer weiter ausbreiten, bis der ganze Brennraum Feuer hat. Und wie gesagt, so nach 3 Stunden. Können wir das dann ausräumen und dann lassen wir den Ofen noch ein bisschen die Hitze verteilen und dann können wir unser Brot reintun. Aber vorher müssen wir ja den Teig machen. Ja? Noch kurz was zum Holz. Ich bin jetzt gerade rein.
wieder ins Wohnzimmer. Das ist so, wir tun hier drin auch mit Holz heizen, deswegen gehe ich sowieso in den Wald zum Holz machen. Und da dabei mache ich dann immer ein paar Äste noch mit raus. Und mit den Ästen tue ich dann den Holzbackofen heizen. Die tue ich dann auch noch ein bisschen spalten. Das hat gerade so Fichte- und Tannenäste. Und das gibt dann eine richtig gute Hitze zum das Brot dann machen. Also bietet sich an, zumal wir hier sowieso mit Holz heizen, dass wir dann auch noch ein bisschen Holzofenbrot machen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man den Teig macht. So, ihr seid jetzt hier mit mir in meiner Speisekammer. Da habe ich so eine Teigknetmaschine. Normal, wenn man so ein Teil kauft, also so 1500 Euro ist man da los. Ich habe das Teil hier gekriegt aus Frankfurt. Da hat eine Pizzeria, die haben aufgehört, haben das Teil versteigert, habe ich bei eBay für 500 Euro ersteigert. Bin da hingefahren mit meinem Polo zu der Zeit und ja gut, wollte das Teil mitnehmen. Stand dann da und habe erst mal gesehen, wie groß das Ding ist und wie schwer. Also es ist unheimlich schwer, das kann ich alleine gar nicht tragen, so schwer ist das. Ja, wir haben es aber trotzdem die Sitze umgelegt und haben das tatsächlich in den Kofferraum reingekriegt. Und dann habe ich es von Frankfurt hierher gebracht und seitdem steht es hier in der Speisekammer. Ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die in der Speisekammer jetzt einen Starkstromanschluss haben für das Teil. Na ja, gut, alles funktioniert. Ich habe das jetzt schon ein paar Jahre und ist super Sache. Hilft mir beim Brotbacken. So, zum Mehl. 5 Kilo Bauernbrotmehl nehme ich da erstmal. Sollte man eigentlich sieben, aber ich bin immer zu faul zum Sieben und habe es früher gesiebt, habe jetzt festgestellt, es geht auch so. Deswegen mache ich so. Und dann habe ich noch 3 Kilo normales Weizenmehl, 4,5er rein. Das Bauernbrotmehl ist, ich glaube, 800, irgendwas, 812 oder sowas. Steht gar nicht drauf. 812 oder 1050 ist das Bauernbrotmehl. Ist ja egal. Also dann nur 3 Kilo von dem Weizenmehl. Und dann mache ich normal, tut mir pro Kilo Mehl, tut mir ein Würfel Hefe. Also 42 Gramm. Ich nehme immer bloß die Hälfte. Und tue es dafür länger gehen oder gären lassen. Ja. Und das funktioniert auch. Ein bisschen weniger Hefe ist ganz okay. Das ist jetzt nicht, dass die Hefe zu teuer wäre, sondern ich finde, es schmeckt einfach besser, wenn man weniger Hefe drin hat. So, dann kommt pro Kilo Mehl normal noch 11 Gramm Salz. Machen wir auch noch rein. Dann tue ich das Wasser rein, tue die Hefe rein, lasse da erstmal ein bisschen Vorteig machen und dann werde ich die Maschine laufen lassen. So, jetzt mache ich aber mein Salz, bevor ich das vergesse, weil ohne Salz kannst du das Brot nicht essen. Solange das da drin rühren tut oder kneten tut, das ist ja eine Teig-Knetmaschine und keine Rührmaschine, werde ich mich hier noch ums Feuer kümmern. Ja, es wird langsam größer. Kann man immer weiter auseinander tun. Und dann wird es schon was. Das ist so die Schamottsteine innen drin, die werden jetzt vom Feuer erstmal richtig schwarz. Und wenn die dann wieder weiß werden, also wenn der Ruß weggebrannt oder wegbrennen tut, dann hat eigentlich der Ofen die richtige Temperatur. Aber jetzt sind sie richtig schwarz geworden. Vorher, wo wir angefangen haben, waren sie ja vom letzten Backen ganz sauber, ganz weiß oder hell halt. Und jetzt sind sie wieder schwarz. Gucken gerade mal rein, geschwind. So, ich bin jetzt auch schwarz.
15 Minuten sind um. Der Teig müsste jetzt fertig sein. Kann ich jetzt rausholen. Ich habe da extra so eine Wanne gekauft mal, wo ich den rein tue. Und da kann man dann gären lassen. Gehen lassen, sagen die einen. Die anderen sagen gären lassen, wie auch immer. Und ja, so, das Feuer wird nur 2 Stunden brennen. So, dann kann der Teig auch gehen. Und dann sehen wir weiter. Jetzt werde ich ihn erstmal da rausholen. Ich tue das hier immer mit so einem Brett abdecken. Das Brett nehme ich nachher auch zum die Brote, also der Teig drauflegen, zum Raustragen bis am Backofen. Meine kleine Melli ist jetzt auch aufgewacht. Die sitzt hier noch im Schlafi. Ja, na, machen wir jetzt weiter, ha? Tun wir weiter Brot backen. Oh, haben einen Kuss gekriegt am Morgen. Ja? Also, wir machen weiter. Unser Feuer wird langsam auch größer hier drin. Langsam haben wir den ganzen Brennraum. Das wird, sind es nur 2 Stunden zum Brennen. Passt. Inzwischen haben wir auch ein mega Feuer da drin. Also ich möchte gerade in der Gluthölle nicht drin sein. Es ist nicht so heiß da drin. Der Ofen müsste jetzt die richtige Temperatur haben. Da ist jetzt der ganze Ruß weggebrannt. Jetzt werde ich mal ausräumen. Die Glut raus, ausputzen und dann gucken wir mal, wie viel Grad das er hat. Ich nehme dann immer hier noch so einen Putzlappen mit Wasser. Da packe ich das Teil hier ein bisschen ein und fahre mit dem nochmal durch. Da schauen wir mal, wie viel Grad das der Ofen jetzt hat. He? Machen hier zu, das Kamin, tun wir abschließen. Jetzt schauen wir mal, wie die Temperatur nach oben geht. He? Das klettert ganz schön. Also ich vermute mal, das geht jetzt über 300 Grad. Ja, und so lange gehen wir jetzt rein und werden mal die Brote zu Brote machen. So, der Ofen ist vorbereitet. Jetzt müssen wir noch die Brote vorbereiten. Ohne die wird es ja nichts mit dem Holzofenbrot. Und hier mal einstäuben und dann gucken wir mal, wie das in der Schüssel aussieht hier. Oh ja, der Teig, der ist super gegangen. Den lassen wir jetzt mal hier raus. Seht ihr, wie der aufgegangen ist? Das klappt schon. Jetzt muss ich den Riesenhaufen hier nochmal durchkneten. Also wie gesagt, es sollen ja 16 Brote geben. Das heißt, ich tue jetzt erstmal hier 4 Teile draus machen. Und aus den 4 dann nochmal 4. Und dann haben wir doch schon 16, ja? So. Ich
So, vier Teile. Und dann machen wir wieder vier Teile aus jedem. Dann haben wir 4 mal 4 gibt 16. Super Sache. Passt. Ich habe mir im Baumarkt so ein großes Brett geholt. Da werde ich die draufpacken, alle 16. Und dann kann ich sie rausschleppen an den Ofen. Ich sehe den von hier, also der ist weit über 300 Grad. Das heißt, ich habe Zeit, ganz gemütlich die 16 Brote formen. Und dann, wenn der Ofen dann so auf, sagen wir, 270, 275 ist, dann können wir die Brote einschieben. Wenn wir 16 Stück reintun, fährt er ja die Hitze auch gleich wieder runter. Das heißt, dann fangen die an bei 250 zu backen. Und dann fährt er wahrscheinlich runter, so bis 180. Dreiviertel Stunde die Brote drin. Und dann passt es. Dann haben wir ein super Bauernbrot. Hier noch ein bisschen Mehl drauf. Und klasse. Jetzt tun wir das Thema hier oben noch ein bisschen einritzen, wie es sich gehört. Schönes Kreuz oben drauf. Und dann gehen wir mal raus und schauen, wie viel Grad der Backofen hat. Das wird jetzt ziemlich schwer zum Tragen hier, aber ja gut. Ich sehe gerade, der Backofen hat nur über 300 Grad. Das heißt, wir müssen noch eine Weile warten. Stellen wir es hier mal ab und warten, bis der runter geht. 270, 275 und dann tun wir es einschießen. Inzwischen sind wir bei 275 Grad. Das heißt, ich kann meine Brote jetzt in den Ofen einschießen. Gehört ein bisschen Übung dazu, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht's gut. Ja. Kann ich einen Computer filmen? Guck mal, du hast gefilmt. Ja. Guck mal hinter dich. Wie gesagt, jetzt ist die Temperatur beim Einschießen gleich runtergegangen. 240 Grad, das passt genau. Jetzt bleiben die 45 Minuten da drin und dann wird es richtig leckeres Holzofenbrot. 45 Minuten sind um, meine Brote müssten fertig sein. Schauen wir mal rein, wie sie aussehen. Ja? Oh ja. Ah, super, ha? Durch den Kopf gefallen. Eins muss ich noch sagen, das mit der schönen roten Tischdecke hier, diese Handtücher, das habe ich mir beim Ingo abgeschaut. Der hat mir nämlich ein Foto geschickt, wo er bei seiner letzten Radtour war. Und da hat er sich das so schön hergerichtet. Und das hat mir so gefallen. Da ich denke, oh, das mache ich auch. Und das ist echt cool, oder? Hm. Also jetzt, wenn es noch in der Farbe nehmen können. Ingo, hattest du auch ein rotes? Ich weiß gar nicht mehr. Aber du hattest so ein schönes Ding da ausgebreitet. Das hat mir echt gefallen. Das hat richtig appetitlich ausgesehen. Vor allem die Tafel Schokolade, die da drauf lag. Das haben wir nicht. Wo ist denn die jetzt, ja? Wo ist die eigentlich? Musik.
müsst ja mal. Aber in der Stellung, da verzichte ich. Aber ansonsten komplett super. Ja? Das Klohaus umgefallen. Die Schüssel ist noch drin. Passt. Da kannst du hinliegen zum. Du schläfst ein dabei. Wir sind jetzt hier auf so einer Hochfläche über, oberhalb von Musbach. Ein Hochplateau. Ein Hochplateau, so heißt es. Am Segelflugplatz. Ja, da laufen wir über die Wiese. Da ist ein Wanderweg, auch wenn man es nicht sieht. Und da oben ist ein Pavillon. Den tue ich gleich einblenden. Auf den halten wir dann zu. Wackelst du so mit der Kamera oder bin ich das? Hanui. Hanui. Auf den halten wir zu und da gibt's was? Nächste Marscherleichterung für den Träger. Ich bin gerade der Büchsenträger. Ja. Dritte Etappe mache ich dann. Genau, wenn der Rucksack leer gut. Wenn der Rucksack leer ist, dann tut Wolfgang zuschlagen. Der Joschi. Ich habe meinen Zoll schon erfüllt. Der Joschi hat seinen Zoll schon erfüllt. Der hat es am schwersten gehabt. Da war der Rucksack voll und es ging bergauf. Der Wolfgang hat es am leichtesten. Rucksack leer und es geht bergab. Und ich wie immer in der Mitte. Tja. Wir sind auf unserer zweiten Rast, unserer letzten Rast. Jeder hat nochmal so ein Bier, 13,5% mehr. Und wir haben jetzt 20 nach 4, 16.20 Uhr. Wir sollten spätestens 17 Uhr daheim sein, denn da wartet ein Bierkrustenbraten auf uns. Ich trinke die Soße. Er trinkt die Soße. Wir essen den Braten. Genau. Es sind ja bloß 5,5 Kilo. Kein Problem, kriegen wir runter. Und wie man so einen Bierkrustenbraten macht, das könnt ihr jetzt sehen. Und wir machen wie immer. Aber erstmal. So, wer hat am besten gespritzt? Glaube ich. Ah, wir spritzen, wir sind alle noch spritzig. Ja, der kann es wieder nicht erwarten. Ja. Also, auf uns. Auf uns. Auf die nächste Alpenüberquerung. Und die liebe Sonne, genau. Die uns heute gnädig war. Ja, das stimmt. Auf die Sonne. Zum Wohl. Ah ja, gehört da dazu. Also mein Haus- und Hofmetzger, der Horst ist gerade gekommen, hat mir einen Schweinerücker mit Schwarte gebracht. Ist das richtig, ja? Richtig, und ein wenig Fett drunter. Und ein wenig Fett drunter. Und den werden wir nachher auch noch in den Ofen reinschmeißen. Da sind wir mal gespannt. Aber wenn der Horst kommt, da ist immer ein Problem, da muss man immer Bier mit ihm trinken. Aber ich hätte auch vielleicht Schnaps im Hut, aber das will er heute morgen noch kommen, um Hilfe. Jetzt trinkt man halt mal das Bier um Hilfe. Also, frisch zum Wohl. Zum Wohl. So, mein lieber Rainer, das ist mein alter Nachbar. Er hat da bei mir so einen Schweinerücken bestellt als Braten, Schwaderbraten. Da hätte er jetzt gerne ein bayerisches Muster drin. Das würde ich ihm jetzt noch geschwind nein machen. Nebenher, ganz wichtig. Trinken, nicht vergessen. Und immer nur das Gute, da das Albersbacher Klosterbräu. Und dann heute Abend, wenn der Braten dann fertig ist, trinken wir auch noch so ein Schwarzwälder Kirschwasser. Auch Albersbacher Klosterdestille. Das ist was ganz was Feines, kann ich jedem nur empfehlen. Das hilft auch, wenn man Rückenschmerzen hat oder das Kreuzweh. Dann, gell, andere trinken jetzt B1, ist nicht schlimm. Also, Prost! Dann nehme ich mir ein scharfes Messer, hat mein Nachbar keins. Jetzt hörst du aber auf. Man geht nach und tut nicht weit, nur so 1,5 mm ganz leicht einritzen. Als Mann vom Fach, was ich eigentlich mich dazu für, sage, dass ich so was bin, Mann vom Fach, kann ich das eben frei. Immer nur so ein bisschen eingeritzt. Und damit es nachher ein schönes bayerisches Muster gibt, gehen wir das jetzt nachher gleich dagegen noch schaffen. Aber wir sind der Schwabe. Ja. Er macht voll auf Bayern.
aber schwäbisches Muster kann ich noch nicht. Deswegen mache ich das bayerische Muster. Und wenn man dann nachher will, dass die Schwarte schön groß wird und dass das auch schön aufplatzt, sollte man dann in die Ritze ein ganz klein bisschen Salz mit reingeben, lieber Rainer. Weil das Salz dann das aufsplittert und dann wird die Schwarte auch schön groß und sie platzt auch schön auf, da wo sie eingeritzt ist. So, das war jetzt alles von meiner Seite aus. Der Rest liegt dann nachher am Koch, wenn der Braten nichts wird. Ich bin nicht schuld. Ich wünsche euch was. Guten Appetit. Danke. Nachdem der Horst das jetzt so schön hier hergerichtet hat, eingeritzt hat, werde ich es jetzt würzen. Ich hoffe, dass ich nichts falsch mache. Ich zeige euch mal, wie man das Gewürz hier, was ich hier in der Schüssel habe, anrührt. Das habe ich nämlich gestern schon mal gemacht. Blende ich euch jetzt geschwind ein. Für das Gewürz brauche ich dann 6 Esslöffel Paprika, 3 Esslöffel Salz, 3 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Kreuzkümmel, 1 Esslöffel Oregano, 1 Esslöffel Pfeffer, dass ein bisschen scharf wird, und für noch mehr Schärfe noch 1 Esslöffel Chilipulver und zum Schluss dann noch 1 Esslöffel Selleriesalz. Dann werde ich noch 2-3 Knoblauchzehen klein schneiden, werde die reintun. Und nachher in die Soße kommt dann auch noch Zwiebel mit rein und dann passt es. Also, nachdem das Gewürz jetzt zusammengemixt ist, tun wir den hier richtig schön einreiben damit, den Kumpel. Ruhig gut drauf tun. Das sind ja knapp 5 Kilo Fleisch, also da kann man ruhig eine Menge Gewürz hinmachen. Schön einreiben. Das passt. So. Nachdem wir das Teil jetzt gewürzt haben, kommt das Wichtigste. Es soll ja einen Bierkrustenbraten geben. Also das heißt, wir brauchen Bier. Ich habe jetzt Albersbacher Bier. Ich habe mich erinnert an der Mainradtour. Da hat der Ernst uns so Rauchbier gebracht. Das war eine super Sache. Und ich habe gedacht, das täte eigentlich super zu so einem Krustenbraten passen. Wenn der in Rauchbier eingelegt ist, weil Schinken hat ja auch ein bisschen Rauch und natürlich auch ein bisschen nach Rauch schmecken. Gut, es ist im Holzbackofen, da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen Rauchgeschmack dran. Aber ja, wenn ich jetzt da im Bayerischen wäre, beim Ernst da, dann täte ich jetzt wahrscheinlich ein Rauchbier nehmen. Ansonsten nehme ich jetzt ein Albersbacher. Es tut mir in der Seele leid, weh, das jetzt hier reinzuschütten, aber ich mache es trotzdem. Das tun wir jetzt auffüllen bis zur Schwarte, so richtig schön mit Bier. Und deswegen auch der Name Bierbraten. Langt eine Flasche? Nee. Da hauen wir gnadenlos 2 Flaschen rein. Das tut mir zwar interessiert, ein Schluck lasse ich nur drin für mich. Ich habe mit dem Horst jetzt schon angefangen, vor die 12 geht normal gar nicht, Bier vor 12 Uhr, aber gut, weil es der Horst war. So. Wir lassen die Kruste jetzt nach unten, also sprich die Haut vom Schwein, dass wir unten im Bier jetzt schön einziehen. 2 Stunden. Dann drehen wir das Thema um und dann kommt es in den Backofen rein. Der Ofen hat jetzt 180 Grad. Das passt genau für unseren Braten. Jetzt schieben wir den nämlich rein. Ein Riesenteil. Den lassen wir jetzt da drin brutzeln. Wir gehen wandern, aber das habt ihr ja jetzt wahrscheinlich schon gesehen. Ja, und wenn wir von der Wanderung zurückkommen, dann hoffen wir, dass unser Braten richtig lecker schmeckt. Warten wir es mal ab.
Strand auf. Jetzt wird es Zeit, dass wir nach unserem Braten gucken. Nicht, dass der da im Backofen der Gänkerlesgang macht. Quatsch, Zeit ist es, dass wir gehen, weil das Bier alle ist. Das ist die Wahrheit. Ja, aber okay. Wir sind jetzt wieder in Fruttenhof. Jetzt müssen wir unbedingt in den Backofen reinschauen. Der Braten, der ist jetzt über 3 Stunden drin. Ganz wichtig, nicht schwarz werden. Aber ich hoffe, dass es gut wird, weil der Ofen, der fährt ja von selber runter, weil die Hitze, die geht ja langsam davon und deswegen. Ansonsten ist es ein echter Schwarzwälder halt. Ja. Genau. Wir nehmen es, wie es kommt. Aber wir schwätzen nicht lang, wir gucken jetzt einfach. Ja. Auf geht's zum Ofen. Wir haben es geschafft, wir sind daheim. Halbe Hey. Der Metzger, Hofmetzger ist auch wieder da. Halbe Hey. Der ist halbe Hey, weil er mein Bier schon halb leer gesoffen hat. Dann nicht mal angefangen. Also gut, auf jeden Fall gucken wir jetzt, wie der Braten aussieht. Wer macht auf? Wer langt nein? Also Horst macht auf. Steven ist Horst wie der Braten. Jetzt mach auf. Und hier ist der Operator. Und? Wow. Jetzt rund. Super, ha? Na ja, gut, ein bisschen das schwarz. Ein wenig wenig, hä? Das ist schon nicht schwarz, wo ist der schwarz? Nur eine kleine schwarze Kruste. Ja, putz mal deine Brille hin. Ja, das ist super. Genial. Aha. Und den will ich jetzt testen. Also, der Rainer hat ja mich heute eingeladen zu einer kulinarischen Wanderung. Wir sind ja nicht allzu weit gewandert heute, aber es war trotzdem schön. Das Wetter war klasse, die Sonne war voll da. Und die Jahreszeit, was haben wir heute, 31. Oktober? Ja, Halloween. November. Halloween. 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 Wow. Ja, und das war wirklich klasse. Man muss ja nicht immer sonst wie weit laufen. Und vor allen Dingen, das, was wir unterwegs gegessen haben, das war ja nicht das Kulinarische. Das war ja nur ein bisschen zur Überbrückung. Aber das, was wir jetzt haben hier, das ist ja praktisch der Schlusspunkt unserer Wanderung. Hier haben wir einen Schwarzbierkrustenbraten. Nein, kein Schwarzbier. Ein Bierkrustenbraten. Achso, das Schwarzbier. Ja gut, das ist Bier aus dem Schwarzwald, deswegen ist es trotzdem Schwarzbier. Albiersbacher. Genau, Albiersbacher. Schon wieder Werbung. Nein, und das, was man sieht, das sieht schon mal klasse aus. Die Kruste, die ist, wie sie sein muss und was Kross. Und was innen drin ist, das ist, sieht wirklich gut aus. Und ja, du hörst ja nicht, wir haben schon mal gekostet beim Abschneiden, muss das so sein. Und haben festgestellt, das ist wirklich lecker. Ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt einfach schmecken. Und würde sagen, unser Film ist ab jetzt zu Ende. Genau, zum Wohl. Zum Wohl. Hätten wir es geschafft, oder? Schwer. Aber ich muss auch noch was sagen. Der Film ist erst zu Ende, wenn wir noch von dem Kirschwasser was getrunken haben. Dann ist der Film zu Ende. Zum Wohl. Da bin ich auch einverstanden. Der Wolfgang hat es meiste gesagt. Wir sind fertig mit Essen jetzt. Und ja, jetzt kommt noch im Horst sein Schwarzwälder Kirsch. Und man würde sagen, der Tag ist beendet. Wir sind eigentlich alle ziemlich gebügelt. Der Wolfgang sieht so aus, als ob er noch was sagen will, oder auch nicht. Ja, das ist nur, es geht ja nur, das brauchen wir jetzt nur noch als Nachbrenner, weil als Kompostierungsmittel sozusagen. Ich hab's gewusst. Weil das als Schwarzwälder Krustenbrand in Schwarzbiersoße, schwarz gebrannt. Nimm den Schnaps weg. Also ich würde sagen, bevor der Wolfgang noch weiter ausholt. Zum Wohl. Und der Film noch 2 Stunden länger geht. Das ist schon lang genug. Also, bis zum nächsten Mal. Prost. Und dann hoffentlich wieder mit dem Fahrrad. Ja. Dann wird es entspannter und mit wesentlich weniger Alkohol. Wir trinken jetzt auf alle, die jetzt zugucken und noch später andere.